in der Löfer Sonnenringhalle wurde gerockt. Es war eine Veranstaltung aus der Reihe Musikwein Kultur pur, mit der der Musikverein Löw schon viele Male begeisterte. Die 60 Mitglieder und Mitgliederinnen des Blasorchesters präsentierten in diesem Jahr Rockmusik unter dem Motto Rock am Sonnenring in Angleichung an Rock am Ring. Unterstützt wurden sie von einer Rhythmusgruppe und den Sängerinnen Svenja Braun und Hanna Liesenfeld. Die Moderation lag auch in diesem Jahr in den Händen von Susi Schunk, die sehr kreativ und humorvoll durch das Programm führte. Also wenn es gefällt, ich meine gut, aber ich suche mal weiter. Wo ist denn jetzt der Rammstein und die Toten Hosen? Nebenbühne, Feuerwehr, Gewälderhaus, der spielt doch. Na dann, Leute, viel Spaß bei Rock für Softies von eurem Blasorchester. Zum Abendprogramm gehörten auch Ehrungen und Verabschiedungen verdienter Orchestermitglieder durch den Vorsitzenden des Kreismusikverbandes Main-Koblenz, Peter Gerhards. Das Publikum zeigte in der Löfer Sonnenringhalle seine Begeisterung mit Zurufen und viel Beifall. Das Spiel des Orchesters entfachte immer wieder Begeisterungsstürme und erzeugte Gänsehaut. Mit leisen, gefühlvollen und lauten, fetzigen Tönen verstanden sie es, das Publikum mehr als 3 Stunden zu fesseln. Rock am Sonnenring war eine Veranstaltung der Superlative, bei der auch die Gäste ihren Teil dazu beitragen durften. Zum Abschied sangen alle gemeinsam das Lied der Kölner Gruppe Bab verdammt lang her in kölschem Dialekt.